Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem vierten Play-Down-Spiel zwischen den Tölzer Löwen und den Wölfen Freiburg. Der Endstand war vor 2.399 Zuschauern 3:4. Nach der zweiten Verlängerung, also in der 93. Spielminute, ist der Siegtreffer für Freiburg gefallen. Ich begrüße die beiden Trainer, Leo Sulak von Freiburg und den Friedrich Böhm von den Tölzer Löwen. Ja, Herr Sulak, bitte Ihre Meinung zu diesem sehr langen Spiel heute. Ja gut, im ersten Drittel waren die Tölzer die bessere Mannschaft. Aber ab dem zweiten Drittel haben wir ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Wir wollten die Serie wieder nach Hause bringen. Das ist uns gelungen. Gratuliere der Mannschaft. Danke. Dankeschön. Rick, wie schaut es bei dir aus? Ja gut, natürlich ist man nach diesem langen, harten Spiel etwas enttäuscht über das Ergebnis. Nichtsdestotrotz, wir haben ein hart umkämpftes Spiel. Jeder hat seinen Einsatz und Leistung gebracht. Denke ich, entscheidend waren die vielen Strafzeiten gegen uns. Also das müssen wir dringend in den Griff bekommen. Und natürlich die Überzahlmöglichkeiten, vor allem in die Verlängerung, haben wir nicht für uns genutzt. Gut, 5 gegen 4 ist normal, das ist nicht so einfach. Und Freiburg spielt das Unterzahl auch sehr stark, aber die sind vielleicht die entscheidenden zwei Faktoren im Spiel. Jetzt geht es einfach Kraft zusammen zu regenerieren und den Heimvorteil wieder für uns am Freitag zu gewinnen. Genau. Dankeschön. Wie schaut es aus mit Fragen? Heute keine Fragen. Das Ding ist auch nicht zu Bus nach. Okay, super.